Am Ende dieser Woche platzt Alexander Gauland der Kragen. Es ist die Wut darüber, dass seine Kandidatin als Bundestagsvize scheiterte. Es ist die Wut darüber, dass Vorwürfe gegen das AfD-Personal die Schlagzeilen bestimmen. Beispiel Markus Fronmeier. Russische Staatsmächte sehen ihn offenbar als ihren Mann im Deutschen Bundestag. Der Vorwurf dahinter, die russlandfreundliche AfD lässt sich beeinflussen, pro Russland, kontra Europa. Dokumente belegen, wie Fronmeier ausgenutzt werden soll. Bilder belegen, wie er sich für Russland engagiert. Ein AfD-Mann als Erfüllungsgehilfe des Kreml? Ach, das ist doch dummes Zeug. Er ist ein deutscher Politiker und wie wir alle. Und deswegen halte ich es für völligen Blödsinn. Die Werbegesichter der AfD belasten die Partei mitten im Superwahljahr. Der Slogan Mut zur Wahrheit, er taugt nicht mehr. Ihr Mut zur Wahrheit? Fraglich. Es gab eine dubiose Großspende, 132.000 Euro an Weidels Kreisverband. Die Aufklärung ging so, erst 14 Spender, die AfD reichte die Namen weiter. Ungeprüft, Strohleute stellte sich heraus. Nun ein Schweizer Großspender, für Experten ein klarer Fall von illegaler Parteispende. Wenn ich eine solche Liste an die Bundestagsverwaltung gebe, dann übernehme ich die Verantwortung dafür und dann muss ich sie prüfen oder ich darf die Liste eben nicht übermitteln. Die AfD schafft es auch mit dem Versprechen in dem Bundestag, dass sie gegen den sogenannten Filz der Altparteien kämpfen wollte. Nun geht es um ihr Rechtsverständnis. Heikel. Oh mein Gott, und dass man Sand im Getriebe ist irgendwo oder dass man von außen was reingetragen wird, ist doch normal. Das macht uns eigentlich stärker. Wenn ich da an Helmut Kohl denke, was da so gelaufen ist, da ist ja das, was unseren Leuten vorgeworfen wird, ja auch noch gar nicht mal so auf diesem Niveau. Für Kohl hatte die Spendenaffäre Konsequenzen. Bei der AfD herrscht Abwiegeln und Runterspielen. Uwe Kamann kennt das zu Genüge. Vor 4 Monaten verließ der Bundestagsabgeordnete die Partei. Er galt für die AfD als gemäßigt, Experte fürs Digitale. Ein schwerer Verlust, sagen die eigenen Leute. Aber ihn empört deren Doppelmoral. Beim Thema Migration laut werden, die Spendenaffäre totschweigen. Also sobald man Fehlverhalten außerhalb der eigenen Community sieht, wird das angeprangert, es werden Konsequenzen gefordert und die eigene Selbstreflexion fehlt aus meiner Sicht fast vollkommen, ist also überhaupt nicht ausgeprägt. Fehlverhalten wird auch Parteichef Meuthen vorgeworfen, Spitzenkandidat für die Europawahl. Meuthen erhielt eine Wahlkampfhilfe von fast 90.000 Euro. Die Schweizer Gol AG schaltete für ihn Werbemaßnahmen wie Plakate und Inserate. Als Geldgeber wird der Milliardär Conle vermutet. Meuthen sagt, es war Unkenntnis. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist ein klassischer Juristensatz. Das gilt auch hier. Ich muss mich als Parteivorsitzender, ich muss mich als Verantwortlicher in einer Partei dafür interessieren, woher die Gelder kommen. Ich muss mich informieren, wie die Regeln des Parteispendenrechts sind. Einfach damit rausreden, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Das geht nicht. Das geht wohl doch. In der AfD Konsequenzen bislang keine. Das ist überhaupt gar kein Selbstverständnis da, dass dann Herr Meuthen hingeht und sagt, Mensch, ja, da habe ich Blödsinn gemacht, das tut mir leid und ich werde jetzt persönlich die Konsequenzen dafür tragen. Die Vorsitzenden und ihre Partei hatten sich Mut zur Wahrheit als Motto gesetzt. Sie drohen, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern.